ist Carina und wie das Video vielleicht dem einen oder anderen schon einen kleinen Hinweis gegeben hat, es geht bei mir so um Space Hacking mit dem Kontext Software Engineering im All, warum brauchen wir das und was ist denn so toll daran und nicht. Zum Ersten, ich arbeite fürs DLR, wir sind nicht die DLRG. DLRG rettet Leben, wir verändern das Leben. Hier auf der Erde genauso wie oben im All. DLR steht für das Deutsche Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt, aber wir tun nicht nur das. Wir machen zwar, klar, Luftfahrt, Raumfahrt, aber auch Themen wie Energie und Verkehr. Zum Beispiel das Auto der Zukunft oder der Zug der Zukunft. Software Engineering, das ist mein Fokus im DLR. Und die Frage ist so, wofür braucht man das? Was ist das eigentlich? Wer weiß das hier? Hallo? Wenig. Okay, also wir sind ja alle hier, um irgendwie was zusammenzuhacken, Prototypen zu machen und coden da einfach nur schnell und dirty was hin. Hauptsache es funktioniert, Hauptsache es cool und es hilft Leuten. Software zu entwickeln, gerade in einem Kontext wie bei uns, heißt aber auch nachhaltig Software zu entwickeln. Das bedeutet, dazu gehört Testing, dazu gehört Continuous Integration, sprich kontinuierlich seine Sachen auf den Server bringen, sicher sein, dass die laufen. Code Reviews, das heißt Leute gucken, ob das alles nach Vorschrift ordentlich sauber, fehlerfrei ist und so weiter und so fort. Und wir legen auch Entwicklungsprozesse und all sowas fest. Sprich, wie kommen wir von sowas, was hier startet, einer großartigen Idee, einer ersten Machbarkeit zu etwas, was wirklich im großen Stil sicher und super funktioniert über Jahre hinweg. Jetzt die Frage, warum ist das denn so besonders relevant im DLR und so. Ich möchte euch ein bisschen heute so aus der, aus meiner Geschichtenbox plaudern und euch das ein oder andere erzählen, zum Beispiel die Geschichte von der Marine 1 1962. Auch damals wurde schon Source Code entwickelt, hier ein wunderschönes Stückchen Fortran-Code, wo sich ein kleiner Fehler eingeschlichen hat, nämlich in unserer Schleife DO5K gleich 1.3 steht ein Punkt statt einem Komma. Dies führte dazu, dass das Ganze zusammenrutschte und das keine Schleife mehr war, sondern eine Zuweisung an eine noch nicht deklarierte Variable. Resultat: Die Rakete ist von ihrer Flugbahn abgewichen, eine Steuerung war nicht mehr möglich und sie musste, ja, es musste der Self-Destruction-Knopf gedrückt werden nach 294,5 Sekunden. Gekostet hat das den Steuerzahler 18,5 Millionen Dollar, weil einer einen Punkt gemacht hat statt einem Komma. Denkt man natürlich, wieso ist das denn keinem aufgefallen? Heute, Leute, die mit Eclipse oder irgendwas entwickeln, wissen, ah, das wird schön unterschlängelt, da passt was nicht, kriegt man ja mit. Damals war die einzige Qualitätskontrolle, die es gab, dass man den Code ausgedruckt hat und jemandem anderen gegeben hat, um es sich anzugucken. Klingt jetzt schon nicht so nach der besten Idee. Dazu kam es, dass die Drucker sogenannte Thermodrucker waren. Das sind die gleichen, die ihr bei Kassenzetteln kennt. Und wer mal so einen Kassenzettel so mehr als 3 Wochen im Portemonnaie rumgetragen hat, weiß, den kann man nicht mehr lesen. Die Dinger waren qualitativ damals natürlich nicht besser, sondern eher schlechter, was dazu führte, dass die Ausdrucke auch kaum lesbar waren. Also gerade sowas wie ein Komma, ein Punkt, also das hat keiner gesehen. Ja, und so ist leider die erste Flyby-Sonde, die an der Venus vorbeifliegen sollte, explodiert, statt hochzugehen. Ja. Ariane 5, Flug 501, die sind öfters geflogen. 1996, wir sind schon eine Weile weiter, wieder hat sich ein Fehler eingeschlichen. 64-Bit-Integer, 16-Bit-Storage-Space. Das passt nicht. Integer-Overflow, Ariane flog hoch, 37 Sekunden nach Start ist sie explodiert. Was ist passiert? Wieder, Steuerung funktionierte nicht, sie hat die Umlauf ihre eigene Flugbahn verlassen, ist dann auch in Schwingungen gekommen und dann kamen so, sind solche Kräfte entstanden, dass sie einfach zerbrochen ist und explodiert hat. Wir haben ein schönes Bild, man sieht so ein bisschen, es sieht aus wie Feuerwerk, ist aber leider die Ariane 5 gewesen. Diesmal sind wir bei Kosten von 370 Millionen Dollar und damit bei einem der teuersten Softwarefehler der Welt angekommen. Aber es ist nicht immer alles schief gegangen. Es gab zum Beispiel den F-16 Kampfjet. Er wurde ungefähr 1976 entwickelt und ist bis heute im Einsatz, weil er sich eigentlich ziemlich gut bewährt hat
Und hier ist man schon ein bisschen schlauer gewesen. Denn man hat sich gesagt, wir simulieren das Ganze mal. Und bei dieser Simulation ist nämlich ein sehr lustiger Fehler aufgetreten, nämlich wenn das Flugzeug über den Äquator, somit die Zeitgrenze aufgeflogen ist, nicht den Äquator, jetzt habe ich mich vertan. Also es ist auf jeden Fall über die Tagesgrenze, plötzlich war ein Tag früher. Was ist passiert? Vorzeichenfehler. Umgedreht. Ist auf den Kopf geflogen. Wäre das in echt passiert, wäre der gute Mann, der da drin saß, weil damals die Sicherungssysteme auch noch nicht so groß waren, wahrscheinlich runtergekracht, ohnmächtig geworden, gestorben, unklar. Und das Flugzeug wäre ewig auf Kopf weitergeflogen, bis der Triebwerk war. Ja, der Sprit. Aber wie gesagt, das Ganze wurde simuliert. Der Bug wurde vorher gefunden und wurde vorher gefixt. Yay! Also, wir sehen, Software Engineering ist nötig für alles in der Raumfahrt. Umso mehr, da sind die Spektakel, wenn es schief geht, natürlich noch deutlich ausschlaggebender und deutlich größer. Aber warum ist denn das Ganze so schwer? Denkt ja, ja komm hier, das sind ja Raketenforscher, ne? Die haben ja total Ahnung. Aber Forscher sind eben keine Softwareentwickler. Für sie ist, wie für viele, die in naturwissenschaftlichen Bereichen landen, Software schreiben, im Endeffekt coden, also Code schreiben, und das ist ein Werkzeug, was auch okay ist. Aber es ist eben nicht Softwareentwicklung. Und deswegen ist man dagegen vorgegangen, um zu sagen, okay, die Leute brauchen Unterstützung. Auf der einen Seite wurde etwas, was sehr langweilig klingt, gemacht, und es wurde ein Standard definiert, der heißt ECSS. Und der legt wirklich fest, wie muss der Entwicklungsprozess aussehen, was muss es an Dokumentation exakt geben. Also so klein haben wir das ja hier auch, ihr müsst alle genau bestimmte Sachen wo eintragen und so. Und das ist auch, es muss Code-Reviews geben und es ist alles exakt definiert, was du genau machen darfst. Und dazu gibt es noch Leute wie mich von meiner Einrichtung, die dieses große, tolle Ziel haben, die Wahnsinnsmission, wir erhöhen die Qualität der Softwareentwicklung in DLR. Das klingt wahnsinnig langweilig, heißt aber den Leuten, sie unterstützen, zu Leuten hingehen, die wirklich Sand ins All schießen, um es da aufzuschütteln. Es gibt gute Gründe dafür, es klingt abstrus, aber es gibt wirklich Leute, die sowas erforschen. Es gibt Leute, die Kommunikationssysteme für Mission Control schreiben, wo wir mitarbeiten. Also wenn ihr so an Filme denkt und immer hört, so Houston, wir haben ein Problem und die haben diese coolen Headsets an, das schreiben wir in Open Source neu, um denen einfach zu helfen und das sauber zu machen und denen zu zeigen, wie das geht und dass sowas nicht plötzlich ausfällt. Wäre nämlich ein bisschen schlecht, wenn wir plötzlich mitten im Gespräch mit der ISS ja abgestürzt, blöd. Hallo, die sitzen da oben, können nicht mit uns reden. Geht nicht, da gibt es ein paar Anforderungen. Warum ist es noch so schwer? Also unsere Entwickler sind nicht immer die Besten oder nicht am besten ausgerüstet, wir unterstützen so gut es geht. Es gibt einfach schwer testbare Szenarien und auch unerwartete Szenarien. Ein kleines Beispiel ist nämlich der Mars-Polarländer, den wir hier sehen. Der ist nämlich beim Eintritt, der ist bis zum Mars gekommen, kommt da runter, fängt an zu vibrieren, bekommt wegen atmosphärischen Störungen, damit hat keiner gerechnet. Dachten alle, Vibration, das war der Aufprall, wir sind da. Machen wir mal die Triebwerke aus. Ups, das war 40 Meter über Mars. Die Dinger sind verdammt schnell. Es ist ein Krater übrig geblieben, mehr nicht. Also, unerwartet. Aber was haben wir noch? Wir haben alte Technologien. Denkt man, Space, alte Technologie, was soll das? Naja, vielleicht erinnert ihr euch noch alle an zum Beispiel hier die Rosetta-Philae-Mission. Wie lange waren die unterwegs? 10 Jahre, bis die aufgewacht sind. Natürlich heißt das, die Technik, die da hochgeschickt haben, ist auch maximal 10 Jahre. Jung, alt. Also vor 10 Jahren gebaut worden. Eher noch vorher, weil das Ganze musste erst zusammengeschraubt, getestet, hochgeschickt und werden. Damit hängt auch so ein bisschen die Speicherkapazität zusammen. Allerdings geht es hier sogar noch ein bisschen weiter, denn was glaubt ihr, mit wie viel Speicher, also jetzt nicht RAM, sondern wirklich Datenspeicher, so ein Satellit heutzutage hochgeschossen wird? Wie viel hat der so? Wer traut sich mal zu schätzen? 1 Terabyte. Okay? Ich sag schon mal, ist weniger. 500 Gigabyte. Weniger.
128 Megabyte, immer noch viel zu hoch. Ja, viel zu hoch. So, wer traut sich mal wirklich tiefer zu gehen? Was denn hinten an der Treppe? 32 Megabyte. Okay, also wir kommen so schnell nicht hin. Es sind da hinten einer, okay. Ja, da bist du drunter, aber näher dran als die anderen. Es sind nämlich wirklich 512 KB bis 1 MB. Das erklärt auch so ein bisschen, ja, und dann fragt man sich, warum? Warum schicken wir, ich meine, jeder hat irgendwie, weiß ich, wie viel Gig in seinem auf Platte oder SSD. Na, es fängt damit an, Festplatten funktionieren im All nicht. Die brauchen Schwerkraft. Der nächste Schritt ist, normale USB-Speicher oder so, was wir so benutzen, klappt auch nur bedingt. Da oben ist nämlich ganz schön Strahlung, die macht das Ganze kaputt. Und wenn man sich so ein bisschen beschäftigt, wie denn so Speicher funktioniert, dann lernt man nämlich, dass das immer größer wird, weil wir diese Speicherzellen immer kleiner hinkriegen. Wenn aber diese Strahlung da drauf kommt und die zerstört, dann haben wir einfach Probleme. Also dann sind die Daten weg und das darf bloß nicht passieren da oben. Das ist nicht so wie hier, USB-Stick tut nicht mehr, ja gut, ne? Wenn der Satellit da oben ist und der kann seine Daten nicht mehr lesen, seine Steuerprogramme oder so, haben wir ein Problem. Also ist das ganz spezielle Technik, die ganz abgehangen ist, die getestet wurde, die auch getestet werden musste unter Realbedingungen, teilweise 10 Jahre im All. Und wenn wir schon was 10 Jahre lang getestet haben, könnt ihr euch ja ausrechnen, dass das jetzt nicht so niegelnagelneu sein kann. Das heißt, wir haben da so ein bisschen ein paar Herausforderungen und wie lösen wir das? Wir tricksen. Zum Beispiel haben wir hier Curiosity, der Mars Rover, oder auch, gerade erwähnt schon, Philae mit Rosetta. Die schicken wir los und was an Software, was die brauchen, erstmal geben wir denen nur mit. Also wir geben denen so mit, ja, also du musst jetzt erstmal da lang fliegen und mehr wissen die nicht. So, und dann können wir dich aufwecken jetzt im Fall zum Beispiel von Rosetta. Mehr wissen die nicht. Und wenn es dann soweit ist, das war bei Curiosity, ging das auch relativ durch die Medien, so der ist gelandet. Und dann stand der erstmal 1,5 Tage rum. Warum? Software-Updates. Klar, wenn ich nur so ein paar KB oder vielleicht MB habe, dann kann ich da nicht alles draufschreiben. Ich gebe dem nur das, was der braucht. Und dann hat der erst die Infos bekommen, wie er jetzt eigentlich losfährt. Oder wie er irgendwie Proben macht oder seine Experimente oder was auch immer er alles machen soll, kriegt er nach und nach. Das Ganze hat noch einen Vorteil. Softwareentwicklung braucht Zeit. Ich meine, ihr schafft hier in kürzester Zeit einiges. Aber um jetzt so einen kompletten Code zu schreiben und das alles sicher zu machen, so das dauert schon ein paar Jahre. Und dann sagen die sich, ey, das Ding ist 10 Jahre unterwegs, bis wir das brauchen. Wir schicken den schon mal los. Wir schreiben in der Zeit den Code, das kriegen wir schon. Funktioniert erstaunlich gut. Bis jetzt sind wir immer rechtzeitig fertig geworden, dass die dann ihren Code bekommen haben. Natürlich, Technologie, man ist dann schon darauf basiert, was an Hardware da rum ist. Jetzt so mal, oh, ja, ich tausche jetzt nochmal was, ist jetzt nicht mehr drin. Aber zumindest die Software kann man dann schön durchtauschen. Ja, damit bin ich auch schon am Ende, denn es sollte ein Lightning Talk sein. Ich wollte nur kurz ein bisschen erzählen, wie es so im Space ist. Und danke euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wünsche euch noch einen ganz fantastischen Abend und nächsten Tag. Vielen Dank.